Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Channel Team Alina und zu einem neuen Video. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute geht's um eure Fragen rund um meinen Werdegang und wie ich mir mein berufliches Leben vorgestellt habe, was draus geworden ist, ob ich glücklich bin. Ja, viel Spaß dabei! So, das Video habe ich lange aufgeschoben. Ich weiß nicht warum, weil ich immer dachte, das interessiert euch gar nicht. Jetzt habe ich es aber auch irgendwie 10.000 Mal gelesen und dachte, für die, die es interessiert, mache ich es jetzt einfach mal. Und ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Ich habe ja Julian schon sehr, sehr früh kennengelernt. Jetzt bin ich 29. Julian habe ich mit 16 kennengelernt. Das heißt, er hat eine prägende Rolle in meinem Leben eingenommen, würde ich sagen. Und ich habe Julian kennengelernt, da habe ich gerade Abitur gemacht. Also was heißt mit 18, 19 hat man Abitur gemacht. Mit 16 habe ich ihn kennengelernt, also ich war gerade mitten dabei in der Oberstufe und ich war immer recht gut in der Schule, muss ich sagen. Ich war auch sehr, sehr ehrgeizig. Ich wusste immer, was ich möchte. Ich wollte eigentlich immer gute Noten schreiben. Also so kann man das schon sagen. Als ich Julian kennengelernt habe, ging es auch noch und dann wurde es schlechter. Also jetzt von mir aus schlecht ist dann halt keine 1 oder 2 mal mehr, sondern hat man auch mal eine 2 oder eine 3 geschrieben. Aber mein Abitur wurde schon schlechter. Also ich glaube, ich hätte ein besseres Abitur ohne Julian gemacht. Der hat mich schon relativ viel abgelenkt. Und ich hatte meine Prioritäten anscheinend woanders als, also was heißt nicht extrem, aber versteht schon, was ich meine. Mein Abitur habe ich dann gemacht 2006 auf einem französischen Gymnasium, der Romorelland-Oberschule in Weidmannslust in Berlin und habe da eine 2,3 gemacht, also so gut war es nicht mehr und habe zum Glück noch einen Studienplatz für BWL bekommen und habe direkt im Anschluss, nee, stimmt gar nicht, ich habe ein bisschen zwischendurch gejobbt und dann 4 Monate später oder so habe ich dann mit der Uni angefangen und habe ja mich für BWL entschieden, aus dem Grund, dass ich, das weiß ich gar nicht, also entweder wusste ich nicht, was ich damals machen wollte, weil man ist ja so, in dem Alter ist man 18, 19, da hat man irgendwie was anderes zu tun damals noch. Also es war bei mir nicht anders. Ich wusste nicht wirklich, was ich alles machen muss, um an mein Ziel zu kommen. Und ich wusste schon immer ein bisschen, okay, ich gehe in die Finanz-, Steuerrichtung, Rechnungswesen-Richtung. Aus dem Grund, meine Eltern sind auch in der Richtung, also in einer anderen Richtung, möchte jetzt nicht sagen, was sie beruflich machen, aber haben mich da schon sehr geprägt in der Hinsicht, auch wenn sie nie gesagt haben, mach das, was wir machen. Eher im Gegenteil, ich soll noch was anderes, besseres, schöneres, tolleres machen, so ungefähr mit meinem Leben, weil sie ja auch ihre Erfahrungen in ihren Jobs gemacht haben, aber meine Eltern sind zum Beispiel, oder vor allem auch, wenn ich jetzt mal über meinen Papa sprechen kann, der ist sehr, sehr zufrieden mit seinem Job. Ich glaube, der ist einfach glücklich und der geht gerne arbeiten. Und das ist einfach super, super schön zu sehen. Und ich habe danach BWL studiert, habe meinen Schwerpunkt dann auf Rechnungswesen, Controlling und Steuern gelegt. Und habe dann meinen Bachelor gemacht. Was habe ich denn gemacht im Bachelor? Ich glaube eine 1,7 oder sowas. Also ich wurde besser. Ihr habt gesehen, also wenn man dann was macht, was einem dann auch Spaß macht und liegt und so, dann wurde ich besser. Und habe mich danach auch sofort entschieden, meinen Master hinten dran zu hängen. Und den habe ich auch gemacht in Accounting and Controlling, also auch sehr rechnungswesenlastig und komplett auf Englisch, weil das wollte ich mir als Herausforderung einfach mal geben. Ich konnte familiär nicht ins Ausland zu der Zeit oder generell wusste ich immer nicht, ob ich Julian gerne oder dass wir uns trennen und familiär gab es auch einige Rückschläge und ich habe es dann einfach nicht gemacht und habe es einfach mir auch aus dem Kopf geschlagen und habe dann gedacht, okay, also Englisch braucht man immer. Ich war zwar immer sehr gut, aber trotzdem so Business-Begriffe und sich auch richtig im Geschäftsleben zu unterhalten, das war mir schon sehr wichtig und dann habe ich das einfach auf Englisch gemacht und habe den auch mit einer, ich glaube meine Masterthese, da habe ich eine 1,3 geschrieben in der These und insgesamt glaube ich hatte ich eine 1,5 im Master. Also ihr seht, es ist nicht immer so, dass man, nur weil es schwerer wird und weil zum Beispiel, wenn ich meine Klausuren in den Studiengängen oder vor allem auch im Master vergleiche mit den Klausuren, die ich im Abitur geschrieben habe, dann hätte ich gedacht, da hätte ich ja durchhüpfen müssen durchs Abitur. Aber ihr seht, es hat nicht immer was mit Schwierigkeitsgraden zu tun oder sowas, sondern wie viel einem eigentlich Spaß macht oder was einem Spaß macht.
was man gerne macht. Und ja, da hängt man sich ja einfach auch mehr rein und hat mehr Leidenschaft dafür. Und das war auch bei mir so. Das heißt, ich habe immer bessere Noten geschrieben und seit dem Bachelor war mir auch klar, was ich werden wollte. Ich wollte immer in die Wirtschaftsprüfung und Beratung gehen. Erstmal wollte ich immer zu den Big Four Companies gehen, also PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young und Deloitte. Und ja, das habe ich mir dann im Studium auch gesagt und habe dann meine Praktikas gemacht. Bei PwC erstmal ein halbes Jahr und war da in der Wirtschaftsprüfung tätig und habe mir dann aber nach meinem Master gesagt, okay, immer Wirtschaftsprüfung würde ich auch nicht gerne machen, sondern dann lass mich in die Beratung gehen. Und dann bin ich in die internationale, also International Accounting gegangen und habe internationale Rechnungslegung ja, mir mal angeguckt nach meinem Master und habe da ein Jahr gearbeitet. Das habe ich bei KPMG dann gemacht. Ich war auch, also ich möchte sagen, ich war bestimmt nicht schlecht und es hat mir auch Spaß gemacht, aber es ist ein Job, der relativ, was soll ich sagen, sehr kräftezehrend ist, sehr zeitintensiv, vor allem in der Busy Season auch. Ich musste dann auch immer wechseln zwischen Beratung und Wirtschaftsprüfung, weil wenn man seinen Wirtschaftsprüfer machen muss, muss man einige Stunden in der Wirtschaftsprüfung halt machen oder bestimmte Sachen. Und deswegen war ich dann halt immer ein paar Monate oder in der Wirtschaftsprüfung und sonst war ich bei mir in der Beratung. Und ja, habe mir dann aber gesagt, also vielleicht dann ein kleiner Schwenker zu Julian in der Zeit. Also ich war immer sehr, sehr, oder für mich, ich war immer sehr, sehr ehrgeizig, habe immer viel gegeben, habe sehr viel gelernt, habe immer versucht, das Beste zu geben und auch nie etwas zu machen und jetzt vielleicht gut zuhören, immer das zu machen, was sehr anerkannt ist, also nicht, dass meine Eltern überhaupt nicht darauf geachtet haben, was andere Menschen zu ihnen gesagt haben oder so, sondern wenn dann kam, oh, dein Kind macht es aber toll und oh, hast du tolle Kinder und deine Schwester und also Alex und Alina und die sind ja toll und machen alles und ihr habt ja gar keine Probleme mit denen und so, das hört man natürlich auch gerne. Und meine Eltern waren aber, glaube ich, nicht so drauf bedacht, sondern die haben sich gefreut, wenn alles gut lief und wenn bei uns alles gut lief. Aber es war für uns so, für mich so, ich habe immer das anscheinend gemacht und es ist mir erst ein bisschen später bewusst geworden, nachdem ich dann alle Studiengänge gemacht habe, was andere, noch einen draufzusetzen, was andere von mir erwarten vielleicht, was man macht beruflich, was anerkannt ist und sowas. Und das ist eine Sache, die würde ich heute ganz, ganz anders machen. Heute würde ich gucken, was macht mir Spaß. Guckt, wo liegen eure Stärken, wo liegen eure Hobbys. Versucht nicht immer an euren ganzen Schwächen rumzuarbeiten, weil versucht doch lieber eure Stärken auszubauen, als dass ihr immer versucht, eure Schwächen auszubauen. Da ist jemand anders vielleicht auf Stufe 10 und ihr ampelt da immer noch auf Stufe 3 unten rum. Das bringt einfach für mich, also persönlich bringt mir das gar nichts. Und ich wurde dadurch, weil ich Julian auch gesehen habe, dann, weil er hat ja 10, 11 Jahre Personal Training wirklich gegeben und hat endlich nach seinem Studium zum Erdkunde-Sportlehrer, was er nach einem halben Jahr abgebrochen hat, hat das gemacht, was er liebte, was ihm Spaß gemacht hat. Sport, Ernährung, einfach das, worüber wir im Alltag halt auch gesprochen haben, jeden Tag gesprochen haben. Und ich wurde immer wütender. Ihr könnt es euch wirklich kaum, also ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber ich bin nicht, dass ich super unglücklich in meinem Job gewesen wäre, weil es mir gar keinen Spaß gemacht hat, sondern ich habe nicht das gemacht, was, wenn ich am Tag aufstehe, dass ich super glücklich bin und genau mein Hobby leben kann zum Beispiel. Das, was ich liebe im Alltag, im Leben mit Julian zusammen, das konnte ich so nicht ausführen. Und dann habe ich zum Beispiel Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer gelesen. Und ihr könnt nicht vorstellen, wenn ihr keinen Plan habt, was ihr danach machen wollt. Ich habe schon überlegt, ob ich Personalerin werde danach oder so, ob ich noch mal was dranhänge, einen Studiengang oder so. Mit 25 war ich ja fertig, deswegen ich hatte noch ein bisschen Zeit, dachte ich. Habe ich dieses Buch gelesen und ich wurde immer wütender. Ich habe es immer auf dem Weg zur Arbeit gelesen und zurück. Und ich wurde immer unglücklicher, weil ich konnte mit diesem Buch, wo man eine Idee braucht oder finde ich zumindest, eine
wenn ihr es lest, merkt ihr, was ich meine. Ihr braucht etwas, woran ihr euch langhangeln könnt, damit Step für Step mit euch dieser Weg gegangen wird und ihr vielleicht immer weiter daran arbeiten könnt, in diese richtige Richtung zu gehen. Und ich hatte diesen Weg nicht. Und deswegen fand ich dieses Buch total bescheuert. Also eigentlich, glaube ich, hätte ich damals, die ich erst danach gelesen habe, so Bücher wie The Secret und sonst was gebraucht, einfach um runterzukommen und einfach... Also wirklich nicht noch mehr in diese ehrgeizige Richtung und immer nach vorne preschen und so zu gehen. Und dann habe ich dieses Buch natürlich zu Ende gelesen, ja. Aber ich war halt sehr, sehr unglücklich. Ich habe viel mit Julian auch gesprochen und so. Und Julian hat in der Zeit damals das 10-Wochen-Programm entwickelt für Männer. Und ich habe das ja live miterlebt, aber habe halt sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und fand es auch sehr bewundernswert, wie er nach 8, 9, 10, 11 Stunden PT am Tag, also Personal Training, noch an diesem Programm werkeln könnte, mit den Programmierern was gemacht hat und, damit das überhaupt steht. Also es war wirklich Wahnsinn. Und ich habe es halt mitbekommen und habe dann immer gedacht, und was ist eigentlich mit mir? Also kriege ich jetzt hier kein Programm, können wir nicht machen, weil wir sind ja dann, also für euch vielleicht kleine Anekdote, ich bin die ersten 4 Jahre unserer Beziehung, wir sind ja jetzt fast 12 Jahre zusammen, ich bin nie unsportlich gewesen. Ich habe auch viele Sportarten gemacht und mit meinem Vater, wir waren ja auf dem Trimmlichtfahrt und Volleyball spielen oder Squash spielen oder sowas früher. Also so Kleinigkeiten, also ich war wirklich nie unsportlich, aber dieses Fitnesstraining, Krafttraining, das habe ich, glaube ich, die ersten 4 Jahre mit Jürgen gar nicht gemacht. Der ist morgens immer zum Sport gegangen und ich habe im Bett gesessen und habe gegessen oder sowas. Also ich habe mich damals nicht ganz so extrem viel damit beschäftigt, so bis ich 19, 20 war. Und danach halt habe ich halt gesehen, wie viel Spaß es machen kann. Jürgen hat mich öfter mitgenommen, hat mit mir trainiert, hat mir Trainingstipps gegeben. Dann habe ich angefangen, Bücher zu lesen und habe mich halt selber mit mir, meinem Körper, der Ernährung sehr, sehr viel beschäftigt und konnte somit auch alles immer live miterleben. Also Julian ist der beste Personal Trainer der ganzen Welt und für mich war es halt Jackpot, einfach zu gucken, was kann er mir beibringen, was kann ich mir noch anlesen und das habe ich halt in meiner Freizeit gemacht. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, dann entwickeln wir doch Size Zero. Natürlich als Personal Trainer hat Jürgen die Pläne natürlich geschrieben und ich durfte immer mitentwickeln, Übungen, also sagen, was Mädels auch Spaß macht, weil Jürgen ist nun mal ein Mann, der kennt unsere weibliche Seite nicht. Und dann habe ich einfach dieses Programm ja auch erstmal in der Testphase getestet, wie funktioniert es, was müssen wir adaptieren, was können wir optimieren und sowas. Und habe ich richtig, richtig Spaß dran gehabt. Ich habe das natürlich alles in meiner Freizeit gemacht. Das heißt, ich bin wirklich teilweise morgens in der Busy Season um 6.30 Uhr aus dem Haus gegangen, kam nach Sport um 10, halb 11 nach Hause oder so und habe dann das alles mit ihm noch gemacht. Wurde halt immer wütender auf mich selber, dass ich immer noch nicht den Schritt wage, dass ich mich vielleicht auch selbstständig mache, dass ich mit Julian vielleicht was zusammen mache. Aber das war früher noch gar nicht, also das kam ganz schnell, das kam innerhalb von 1-2 Monaten, dieser Gedanke. Aber erst war der gar nicht da, dass wir irgendwas zusammen machen. Das stand noch nie zur Debatte früher. Und dann hat er gesehen, dass ich zum Beispiel, als wir Size Zero dann doch rausgebracht haben und als wir es rausgebracht haben, ihr könnt euch mich nicht vorstellen, ich habe ja schon oft gesagt, also ich schwitze ja nicht. Aber an dem Abend, als es rauskam, als die Ersten es gebucht haben von euch Mädels, ihr könnt nicht vorstellen, wie ich gestorben bin. Ich saß da und Julian kam ins Zimmer und meinte, hier riecht's komisch. Und ich dachte so, nein, ich bin das nicht, aber ich hatte so einen Angstschweiß. Ich dachte so, Gott, das muss geil werden. Das ist das Geilste, was wir je gemacht haben. Und es hat so viel Spaß gemacht und Energie gekostet, auch das zu entwickeln und mit den Programmierern das herzustellen und zu machen. Es war einfach nur der Wahnsinn. Und dann hat es so gekracht den ersten Abend. Ich habe mich so gefreut und ich habe auch gedacht, so, was habe ich denn gedacht, dass passiert? Also, dass ihr das gar nicht mögt oder so. Aber ich hatte so einen Schiss. Und danach, als ich das gesehen habe, oder haben wir es schon da? Nee, stimmt gar nicht. Das ist nicht erst danach. Davor schon habe ich meinen Papa angerufen, weil Johann und ich viel drüber gesprochen haben, was wir machen, was ich machen will. Und er hat ja auch gesehen, dass ich nicht mega, mega glücklich war mit meinem Werdegang schon, aber mit meinem Job jetzt und sowas, auch von den Zeiten. Wir haben uns nie gesehen. Julian hatte dann am Wochenende, wenn ich frei hatte, Personal Training, weil die Kunden natürlich auch dann wollten. Wir haben uns in der Woche halt nicht gesehen, nur nachts halt zum Schlafen gehen und manchmal dann halt sonntags, vormittags oder nachmittags. Es war eine sehr, sehr schwere und harte Zeit für uns.
Aber dann habe ich meinen Papa angerufen und ich dachte so, Gott, der hat, also ihr müsst wissen, mein Papa hat alles sehr, sehr, also ich muss sagen, meine Eltern, oder nicht mein Papa, sondern meine Eltern und auch meiner Oma, ich habe immer Taschengeld bekommen, ich habe meine Wohnung bezahlt bekommen, ich bin ja schon mit 19, 20 ausgezogen und mein Papa hat die noch bis 25 mit meiner Mama finanziert und es ist einfach, ja, sehr, sehr lieb und nett und, also was heißt einfach überwältigend, was Eltern einfach alles für einen tun. Und deswegen hatte ich so eine Angst, ihn anzurufen und zu sagen, ey, ich möchte meinen Job aufgeben, meinen sicheren Job, der sehr gut bezahlt war für den Anfang. Und ich hatte Aufstiegschancen und ich hätte mich sehr viel weiterbilden können und sowas. Und ich habe ihn angerufen und meinte so, Papa, ich kann nicht schlafen, ich kriege Albträume, ich mache mich fertig, weil ich nicht weiß, was ich machen will mit meinem Leben und ich möchte irgendwas machen, was wirklich, wofür mein Herz aufgeht, für das, was mir Spaß macht, wo ich meine Zeit selber einteilen kann, wo ich einfach alles geben kann, was ich habe, was ich möchte und wo ich wirklich jeden Tag gerne glücklich zur Arbeit gehe. Und ich dachte so, Papa, wie sage ich es dir jetzt? Und da meinte er dann, erzähl doch einfach, was ist los? Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich gerne meinen Job kündigen möchte, meinen sicheren, gut bezahlten Job. Und sein Satz, also was ich erwartet hätte von jemandem, der dir so lange alles bezahlt hat und alles geholfen hat und alles gegeben hat, damit du diesen Schritt in dein Leben machen kannst, hätte ich gedacht, sagt er, willst du nicht nochmal drüber nachdenken, willst du mal gucken, was du machst und sowas. Mein Papa hat zu mir gesagt, mach das, was dein Herz dir sagt. Du wirst immer einen sicheren und guten Job haben, du hast Fähigkeiten, du bist klug, du kannst dich immer überall hineinarbeiten und. Wenn es nicht klappen sollte, dann kannst du immer noch das machen, was du vorher gemacht hast, noch was anderes machen, du wirst immer genommen. Und das hätte ich nicht erwartet. Er hat einfach gesagt, mach das, was dein Herz dir sagt. Und es war einfach super, super schön von meinen Eltern zu hören, dass sie hinter mir stehen, dass ich das machen kann. Ich hätte das nicht gedacht, weil meine Eltern sind schon, glaube ich, sehr sicherheitsbedacht, auch was ein sicherer Job, also ein sicherer Job und sowas alles angeht. Und es war einfach der Wahnsinn, dass er das so, ja, dass er das so gesagt hat. Und ja, ich glaube, 3 Tage später habe ich dann gekündigt. Hatte auch so viel Überstunden, dass ich relativ früh aus dem Vertrag rausgekommen bin. Und habe dann nämlich, als SciZero gelauncht wurde, die ersten Tage schon den Support mitgemacht, euch in die Army reingelassen und so. Also euch Fragen beantwortet, euch versucht genau aus den Sachen, die ich in diesem, als ich die Probezeit, also als ich das SciZero-Programm getestet habe und mit anderen Mädels das gemacht habe und sowas, habe ich ja viel, viel Erfahrungen sammeln können und auch schon Feedback bekommen und konnte euch so ganz gut helfen mit Julian. Also da haben wir echt wirklich den Support täglich noch ganz, ganz alleine gestemmt. Und ja, es war einfach super, super schön zu sehen, euch mitzuerleben. Heute ist es ja auch so, ich bin der übelste Stalker in der Army und ich versuche auch so viel wie möglich zu kommentieren oder sage Mitarbeitern, oh, da müsst ihr noch mal oder sowas. Aber es ist natürlich, wir brauchen natürlich oder brauchten Hilfe und wir sind ja auch sehr, sehr gewachsen. Also die ELPT GmbH ist jetzt auch nicht mehr allein. Es gibt jetzt Jogger Nutrition, es gibt noch Katzen Gains, die Klamotten, also vorher die Supplements. Und ja, es ist halt riesig geworden, was man aus Leidenschaft alles entwickeln kann. Und vielleicht für euch mit dem Video möchte ich einfach sagen, seid immer darauf bedacht, also ich weiß, dass man diesen Sicherheitsgedanken hat, man möchte ein gutes Leben, man muss vielleicht auch seine Familie, auch als Mann seine Familie ein bisschen ernähren oder so, wenn man ein Kind kriegt und die Frau nicht mehr arbeiten kann und, das verstehe ich alles. Aber wenn man es nicht versucht, ärgert man sich vielleicht sein ganzes Leben. Also ich denke, wenn man gut ist, wenn man weiß, was man kann, dann findet man überall einen Job. Man kann auch etwas, was man vorher noch nicht gemacht hat, zum Beispiel wie bei mir, dass ich mich erstmal 7, 8 Jahre damit einfach nur privat sehr, sehr intensiv beschäftigt habe, gelesen habe, von Julian gelernt habe und sowas, kann man wirklich sehr, sehr viel sich aneignen, aneignen. Ich quatsch die hier tot, glaube ich. Nein, sich viel, viel aneignen. Und deswegen findet ihr immer wieder, wenn es dann doch nicht das sein sollte, was ihr machen wollt, einen sicheren, tollen Job. Aber wenn ihr nie probiert habt, das zu machen, was wirklich, wofür euer Herz steht, wenn ihr morgens aufsteht und gerne zur Arbeit geht, ist das schönste Gefühl der ganzen Welt. Und ja, das haben Julian und ich, denke ich mal, erreicht. Hallo? Es ist aber natürlich auch immer so, dass... Bist du schon beim Losgehen mit deinem Rucksack hier? Ja, ja. Die Illusion des, es ist immer geil und man macht 24 Stunden nur das, worauf man Bock hat und so.
es ist meiner Meinung nach so von Buchautoren oder Motivationscoaches viel zu hoch gehangen und viel zu utopisch dargestellt. Also es ist einfach so, dass immer 50% der Zeit macht man so Sachen, die man auch vielleicht nicht so mag. Und das muss dann gecuttet werden und immer wieder angepasst werden. Aber es wird immer wieder dazu kommen, dass es Bereiche gibt, wo du keinen Bock drauf hast, musst du einfach Vollgas geben. Und Alina? Also ich mache zum Beispiel immer noch die Vorbereitung für unsere Steuern und da kotze ich auch übelst ab, weil Julian weiß, dass ich es kann. Also lässt das mich machen, so ungefähr. Aber Alina ist jetzt auch krass geworden. Ja? Also diese Fähigkeiten, die sie erlernt hat, also sie hatte extreme Fähigkeiten, die im Unternehmen weitergeholfen haben. Jetzt haben wir Leute auch eingestellt zum Teil, die ihre Sachen übernommen haben. Und Alina, das ist unfassbar, ist eine 1A-Produktentwicklerin geworden. Also Smacktastic, oder Sachen wie Rockalicious und so weiter. Also das ist zu größten Teil ihr zuzuschreiben. Ja? Also, du hast auch schon einen kleinen Teil. Also Produktentwicklerin oder Entwickler zu werden erst, das gar nicht mal so unbedingt im Blut zu haben, das ist schon krass. Also das ist zum Beispiel auch eine Sache. Ich bin in sehr, sehr vielen, also ich habe sehr starke Fähigkeiten in einfach Sachen zum Beispiel. Julian war früher nicht so gut, jetzt wird es auch immer besser bei Eat the Frog zum Beispiel. Ne? Sachen, die einem gar keinen Spaß machen, sie einfach zu machen. Ja. Weil für mich war es immer so, wenn ich sie mache, dann wird der Tag danach besser. Also ich mache sie als allererstes und danach wird es für mich halt immer nur geiler. Und das ist zum Beispiel, wenn die Steuern wieder anstehen, die Vorbereitung dafür für die Steuerberater, dann mache ich das als allererstes am Tag oder auch den ganzen Tag, damit die Woche halt geil wird oder sowas. Und ansonsten versuche ich jetzt aber auch immer mehr Sachen zu machen, die einfach nur noch Bock machen. Also mit euch Videos zu machen, Produkte zu entwickeln, neue Geschmäcker zu machen, neue Klamotten zu designen. Da ist ja auch stark drin. Also die neuen Sachen, Boom Boom und so weiter, das wird, also da habe ich schon mal bei Alina über die Schulter gucken dürfen. Ich sag euch, nächstes Jahr fragen die alle, was ist Victoria's Secret? Dann sagt er, es ist mir egal, was ihr Secret ist, weil wir haben ja Boom Boom. Nein, aber es wird ganz toll und das wollte ich eigentlich jetzt nur damit sagen. Wenn man das nie ausprobiert, natürlich, Julian hat recht, es gibt nicht immer nur Sachen, die einem super, super viel Spaß machen während der Arbeit. Aber das gibt es überall. Aber wenn man trotzdem auf Arbeit geht und die positiven Seiten einfach viel, viel mehr überwiegen, man sich sein eigenes Arbeitsklima erschaffen kann. Für zum Beispiel auch wir beide, dass wir jetzt zusammenarbeiten, das geht auch nicht immer gut, oder? Also Julian und ich hauen uns die Köpfe ein teilweise, einfach weil wir schwarz und weiß sind. Jetzt darf ich nicht mehr so doll schlagen, weil sie schwanger ist. Ja, beim Köpfe einhauen und schwarz und weiß war das jetzt irgendwie... Nein, aber Julian und ich sind wirklich selten einer Meinung und wir müssen immer erstmal in die Mitte kommen, oder? Aber das ist auch gut, weil Julian hat es mal schön beschrieben, er könnte sich auch sonst mit seinem Spiegelbild unterhalten, wenn ihm immer jemand sagt, ja und Amen. Ja, das ist richtig und sie haben so recht und es sieht so toll aus und es ist so toll, was sie da machen. Und ich denke mir immer so, nein, wir müssen das noch anders machen oder sowas. Wir müssen es besser machen. Es ist noch nicht fertig oder so. Und deswegen ist es eigentlich ganz gut, jemanden zu haben, einen Gegenpart für uns zum Beispiel. Obwohl ich auch wirklich sehr bewundernswert fand, dass Julian damals seinen Job einfach, er hat ja bei Homesplace gelernt, eine Ausbildung gemacht und er hätte auch Personal Trainer weiterbleiben können. Und dass er sich dann einfach selbstständig gemacht hat, ist genau der gleiche Schritt, wie ich gesagt habe, ich cutte meinen Job, meinen sicheren, tollen Job und gehe in die Selbstständigkeit. Und Julian hatte, und das habe ich auch erst ein paar Jahre danach richtig erfahren, richtig, richtig Angst davor. Ne? Ja, und auch in der ersten Zeit Geldprobleme. Also es ist nicht so, dass ich wurde selbstständig, dann hatte ich mal kurz so einen Down und dann weiß ich nicht, sondern ich musste mir wirklich über ein Jahr mich hochkämpfen. Also deshalb für euch, wenn Alina sagt, zum Beispiel, wer sich danach fühlt, sich selbstständig zu machen, wir wollen jetzt niemanden dazu überreden, sich selbstständig zu machen. Es gibt Top-Mitarbeiter, Top-Manager, die unglaublich erfolgreich und glücklich in ihrem Job wären. Ja, wir haben so einen glücklicherweise. Dass diese Mädels erstmal auf den Boden der Tatsachen kommen könnten. Ja, es kann natürlich sofort super laufen, aber ich sag euch, ein Jahr lang habe ich wie ein Wilder gelesen, ausprobiert, bin gescheitert, bin wieder aufgestanden. Am Ende habe ich dann irgendwo auch den einen oder anderen Sieg davon getragen. Also es ist nicht wirklich so, dass man sagt, oh, man macht jetzt das, was einem Spaß macht und das funktioniert jetzt finanziell auch total gut oder sowas. Ne? So ist es nicht. Sondern auch da kann es so sein, dass ihr einfach wirklich über ein halbes Jahr, eineinhalb Jahre vielleicht, ich weiß nicht wie viele Jahre, nicht so gut aufgestellt seid. Aber da müsst ihr einfach abwägen, ist es mir das wert? Versuche ich was aufzubauen? Bleibe ich dran? Beweise ich einfach Durchhaltevermögen und es klappt dann. Es kann dann auch so toller, also zum Beispiel bei uns, das beste Beispiel. Am Anfang, hat Julian fast, was heißt kein Geld verdient, sondern
ich habe mich selber finanziert, ich habe Julian ab und zu mal was geliehen vielleicht auch. Und mir war das gar nicht so bewusst damals, dass ich, dass mein Freund damals noch nicht so viel Geld hatte oder sowas und sich das vielleicht nicht alles leisten kann. Weil zum Beispiel, bei mir war es so, mein Freund hat mich früher, also mein erster Freund zum Beispiel oder so, hat mich mal zum Essen eingeladen oder sowas. Und ja, Julian hat mich auch eingeladen. Wir waren bei Romeo Sini essen oder sowas, ja. Was überhaupt nicht schlimm ist, das möchte ich gar nicht sagen, sondern einfach so aus der heutigen Sicht war es einfach eine witzige Anekdote, dass wir da in so einem, ja, für mich mehr so ein Schnellrestaurant waren. Wir waren in sowas nicht so oft als mit meinen Eltern oder sowas. Und es war einfach, ja, das habe ich gar nicht so erfahren und Julian hat es mir auch nie so richtig gesagt und das war eine harte Zeit und das möchte ich euch sagen, es ist nicht immer alles rosig, aber wenn ihr es dann geschafft habt, wenn ihr das macht, was ihr liebt und Leute merken, dass ihr das mit Herzblut macht, wenn ihr alle Leidenschaft, alle Zeit der Welt, für uns ist nicht 9 bis 18 Uhr oder 9 bis 17 Uhr arbeiten angesagt, sondern ja, mal komme ich eine halbe Stunde später, weil ich hier ein Video drehe oder sowas, aber dann arbeite ich gestern Nacht, habe ich glaube ich die letzte E-Mail um 11 abgeschickt oder sowas. Dann Samstag, Sonntag, 24/7. Da ist nichts, wenn da was schief geht, wenn da irgendwas im Shop nicht passt, wenn Releases sind, wenn Posts nicht rausgehen, wenn Sachen zu besprechen sind mit Geschäftspartnern und die haben nur Samstag, Sonntag Zeit. Dann arbeiten wir immer. Es ist nicht so, dass wir, also ich glaube, und vor allem auch für euch, ich arbeite nicht nur 8 Stunden am Tag. Ich arbeite viel, viel mehr. Aber für mich ist es keine Arbeit. Ich liebe das, was ich mache. Natürlich, wie gesagt, es gibt Sachen, die einem nicht so Spaß machen. Aber ich liebe, liebe, liebe das, was ich jeden Tag machen darf. Und deswegen ist es keine Arbeit für mich. Und das ist vielleicht das schönste Ziel. Nicht Selbstständigkeit, nicht unbedingt in einer Angestellten. Also das, was ihr euch vorstellt, das, was ihr liebt, wenn ihr gerne auf Arbeit geht und Sachen managt, delegiert, in die richtige Reihenfolge bringt, Prozesse, Strukturen organisiert, sonst was. Wenn ihr lieber angestellt seid und das alles super top macht, dann geht ihr gerne auf Arbeit und es ist ein geiler Tag und ihr habt abends das Gefühl, ich wurde gebraucht, ich habe was geschafft, ich habe das gemacht, was mir Spaß macht. Und das sollte eigentlich das Ziel sein. Nicht, ich will euch nicht sagen, macht euch unbedingt selbstständig oder bleibt unbedingt Angestellter und so, sondern überlegt euch mal, was in eurem Leben macht euch so viel Spaß, dass ihr es beruflich euch vorstellen könntet, euer ganzes Leben und noch über die Rentenzeit hinaus zu machen. Das sollte das Ziel sein. So, genug gequatscht, ihr Lieben. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie einfach unter dieses Video. Ich mache ein Video drüber. Ich beantworte sie euch natürlich auch in den Kommentaren. Wenn ihr Videowünsche habt, dann immer gerne. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch dieses Video gefallen hat und abonniert ganz gerne auch meinen Channel. Da würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kussis, eure Alina.